Ja, hallo, guten Abend, liebe Leute. Wir sind im Kohelet Ecclesiastes Rolle. Heute, es wird interessant und spannend. Das Thema für heute heißt Widersprüche in dieser Rolle. Das heißt, gibt es viele, viele Themen und Definitionen, die sind nicht unterschiedlich, sondern 180 Grad gegen beschreiben beim die König Salomo, da und dort. Und manchmal, wir befinden die nächste Satz, nächster Vers oder dieselbe Vers, der zweite Teil widerspricht der erste. Also wie kann das sein überhaupt? Ja? Aber trotz dieser Vorwort noch etwa. Ich habe gesagt, dass die dritte Gründe ja, von dieser Rolle, das ist Zyklismus da, oder Periodität. Ja? Das heißt, jeder Mensch fühlt sich, dass er wiederholt und keine Fortsetzung, keine Erfolge. Ja? Wir kommen wieder zurück zum gleichen Punkt, wo hatten wir schon letztes Jahr. Muss ich ehrlich beleuchten, es ist relativ noch gutes Ergebnis am gleichen Punkt. Wieder befinden sich. Verstehen Sie warum? Es kann sein schlecht und böse. Okay? Denken Sie über die Leute, das hatten unsere Zeiten, letzte 6 Jahre, haben Covid erfahren. Und dann kommt ein Krieg in der Ukraine. Und dann kommt ein Krieg in Israel. Und ich kenne die Leute, die haben jeder von anderen geflohen. Das heißt, ich habe einen Kollegen, einen Rabbiner in Kiew. Seine Gemeinde wurde zerbrochen durch Covid. Einige wurden verstorben. Die Leute, die haben das Geld gegeben. Es sind keine Staatsverträge, keine Stadtverträge. Ja? Und dann kommt die Krieg im Ukraine, Russland, Invasion. Er schickt seine Enkel nach Israel und dann Krieg im Israel. Was soll solcher Mensch denken? Also in seiner Ansicht, und er ist nicht alleine, gibt es tausend Millionen solcher Leute. Ja? Das heißt, das Ergebnis, dass wir sind wieder auf dem gleichen Punkt, ist relativ noch schlimm. Ist relativ gut. Und dasselbe sagt auch König Salomo. Das muss man verstehen. Also ich nehme euch wie immer zu meinem Computer. Eine Sekunde. Ja. Dann sie gehen zu mir. Dann ich zitiere die Kapitel 9 von Vers 11 und ein bisschen weiter. Wiederum sah ich unter der Sonne, dass die Leichtfüßigen nicht erlaufen können, die Starken nicht im Kriege siegen können. Die Klugen haben kein Brot und die Einsichtigen keinen Reichtum. Die Kundigen keine Gunst, sondern Geschick und Zufall trifft sie alle. Dazu, dass der Mensch nicht einmal sein Geschick kennt, wie die Fische sich verfangen im argen Netz und wie die Vögel gefangen werden in den Schlingen, gleich ihnen werden die Menschenkinder verstrickt zur Zeit des Unglücks, wenn es sie plötzlich überfällt. Okay. Also, das heißt, wenn wir uns beklagen oder beschweren, ah, wir waren schon an diesem Punkt. Das kennen wir schon. Das muss man doch schätzen, dass keine Böse hat uns nicht passiert. Die König Salomo vergleicht zwischen Jagd, ja, das ist Jagd über die Flügel oder die Fische, ja. Muss man sagen, dass nach der Tora Jagd ist erlaubt oder verboten? Verboten. Natürlich, verboten. Verboten. Ja. Aber warum? Weil das nicht koscher ist. Das ist Klar hier. ist es nicht koscher. Warum ist es nicht koscher? Was sind die Gründe? Weil es nicht mit dem Messer die Kehle durchgeschnitten wird, sondern mit der Das ist die Leid von den Tieren. Leid von den Das Tieren. ist eine Mitzwa. Das alles, was die Grünen heute behaupten, was überhaupt steht im Torah. Okay? Dass die alle grünen Ideen nicht heutzutage verwirklichen. Ja? Das ist komplett anderes, was sie machen. Aber die ideologisch, das steht im Torah. Okay? Das Leid der Tiere ist verboten. Okay?
deswegen die Schlachtung und so weiter. Deswegen es ist absurd, wenn die Grünen beschuldigen Judentum, dass wir sind harte, ja, und nicht barmherzig und so weiter. Ja? Das ist ganz absurd, weil die ganze grüne Idee kommt aus Tora. Okay, aber nicht jetzt. Und deswegen gibt es eine erlaubte Wege zum ein Fischmann sein. Und was ist der erlaubte Wege? Mit Netz. Mit Netz. Also nicht mit, wie heißt das, Chaka auf Hebräisch. Ja. Ja, nicht mit der, weil es natürlich verletzt und bringt viel, viel Leid auf die einzelnen Fische. Aber mit Netz darf man. Genau umgekehrt, heutzutage die Veterinärgesetze genau verbieten das. Das kann man in Deutschland, in Europa, in Amerika Lizenz zum einzelnen Fische, ja, bestellen und bekommen. Aber mit Netz ist es eine, was, geschäftliche Kapazitäten, ja, das kann man privat nicht tun. Im Judentum, also kann man, wenn mag jemand diese Art Fische stecken, dann mit Netz. Und jagen, wie kann man jagen, Koscher? Wieder, die Mit Fackeln. König Salomo sagt das. Ja? Das heißt, kann man nicht schießen, egal was, mit heutzutage Waffe oder mit, wie sagt man, nur diese zwei, so die Aktzeichen. Pfeil und Ja, Bogen. darf man nicht. Aber wie darf man dort eine koschere Jagd doch schaffen? Mit Fallen. Also da steht jetzt Schlingen. Genau, das war gesagt. Ja. Das heißt, so steht noch in Mishnah. Aber natürlich darf man nur über die koschere Tiere versuchen, weil es ist koschere Fleisch. Und koschere Tiere sowieso, du darfst nicht essen. Warum dann? Du tötest die, du hast gar nichts, ja? Es ist einfach töten um töten. Ja? Keine gute Gründe. Deswegen, Mishnah erzählt, wie kann man mit erlaubtem Weg zum Beispiel nach Hirsch, ja? Nach Hirschfleisch ist koscher ist, ja? Also kann man diese Hirsch jagen, genau mit diese Loch, und das ist die Metapher, die König Salomo nutzt. Okay, also nur bemerken, dass trotz unserer Beschwerde, wir sind schon wieder da, wiederum. Manchmal wiederum ist es nicht so schlimm. Es kann sein, noch böse. Also, wir sind optimistisch, aber die pessimistisch. Also, dass es immer pessimistisch sein also, kann man noch böse sein. Also, das ein bisschen König Salomo kennt. Okay, jetzt wir kommen zu unserer Thema, das heißt Widersprüche. Ich habe schon gesagt, das war viel, viel Zweifeln zwischen unseren Weisen und Propheten, überhaupt diese Rolle Ekklesiastes als Heilige Schriften gilt. Warum? Talmud sagt einige Ideen. Unsere Weise, das steht am Ban Shabbat. Ban Shabbat, Liste 30. Seite 2. Sagte Rabbi Judah, Sohn der Rabbi Shmuel, Sohn der Rabbi Shilat und unten von den Namen den Rabbi Judah. Unsere Weisen wollten diese Rolle, Kohelet, archivieren. Muss man verstehen, archivieren, es ist nicht in unserem modernen Sinn archivieren, dass es liegt im Archiv und die Forscher oder Journalist oder ein Bürger kommt, beantragt und liest. Archivieren ist es komplett nicht vernichten, aber komplett Zugang vermeiden zu dem Text. Und das wir treffen, nicht für jetzt, wir treffen einige Bücher, die wurden so archivieren. Zum Beispiel im Torah gibt es unterschiedliche Namen von unterschiedlichen Büchern. Zum Beispiel Sefer Milchamot Hashem, ein Buch für die Kriege des Gottes. Kennen Sie? Steht schon einige Mal. Und wo ist dieses Buch? Die Antwort wurde archiviert von unserer Weise. Und gibt es noch? Gibt es noch? Okay, wenn ich kann einmal erzählen über die Namen dieser Bücher,
sie stehen im Tora, im Heiligen Schrift. Das heißt, das war so gut archiviert, dass sogar Eva hat nicht aufgepasst und weiß nicht, was reden wir überhaupt. Das ist gut. Ja? Okay. Und warum wollten unsere Weisen diese Ecclesiastes-Rolle archivieren? Weil gibt es viele Dinge, die sind widersprechen jeden zum anderen. Das ist die erste Antwort. Und noch, aber das ist nicht die größte Problem, das ist einfach Problem. Und noch steht in Kölet Rabbe, das Midrash Rabbe mit dieser Rolle, noch nicht genug, das gibt es viele Widersprechungen in dieser Rolle, gibt es auch einige Dinge, die gehen zum Heretikismus. So, kann man das definieren? Kennen Sie, was ich meine? Ich habe das Wort nicht verstanden. Heretik als ein Mensch. Heresie? Ach, Heresie. Ja. Ah ja, okay. Und dann das eine Richtung, ja? Wie sagt man? Nicht Verb, sondern eine Schule, sozusagen, eine Idee. Ja? Wie sagt man auf Deutsch? Auf, ja. Das Vielleicht so etwas wie eine neue Denkschule eröffnen oder gründen oder so? Nee, es meint, sondern dass es nicht noch komplett widerspricht die Dogmaten und die Ideen. Es, Definition von Häresie. Ja. Ah, okay. Es ist komplett Häresie. Das ist alles 180% umgekehrt. Ja? Wenn wir sagen, es gibt keinen Gott, dann jemand sagt, es ist kein Gott. Wenn wir sagen, muss man gut sein, darf man auch böse sein. Und so weiter und so fort. Hier, komplette Häresie. Okay? Das heißt, unsere Weisen haben erzählt, dass dieses Buch hat Facetten zum Häresie. Glauben Sie oder nicht? Die Antwort ist ja. Ich kann zitieren. Wollen Sie? Ja. Klar. König Salomo sagt, und wir lesen bald, gehe, iss und trinkt. Ja. Und sei froh mit seiner Frau. Ist das unser Ziel? Das, was zu diesen Dingen unterrichten wir? Ist die Stelle nicht ironisch gemeint? Zum Beispiel Sprüche des Vaters spricht, was Böse sagt, iss und trinkt, weil morgen sterben wir. Okay? Also unsere Welt nur umgenießen, weil wir sterblich sind. Dann muss man essen und trinken und genießen. Shopping und Shopping und Essen und Trinken, Restaurants, Kasher und Kasher ist ja schon egal. Ja? Stellen Sie die Idee? Das ist ein offizieller Bösewicht, der sagt. Und das ist König Salomo sagt. Das ist unser Ziel. Er sagt, sehr, sehr bekannte Phrase, wir lernen darüber, alte Zediger, sei nicht so viel gerecht. Was ist das? Wir unterrichten zum Gerechten sein. Oder? Talmud bringt noch viele, viele Dinge. Zum Beispiel, Salomo sagt, freu sei Junge in seine junge Jahre und gehe nach seinem Herzen und seinen Augen. Aber ob das Moses die gleiche sagte? Die Moses sagte, gehen Sie nicht nach eure Augen und eure Herzen, oder? Das ist ein Zitat von Schma. Das sind zentrale Dinge. Muss man sich begrenzen? Die klassische Verständnis, wenn geht man nach seinem Herzen und seinen Augen, was wird am Ende? Unzucht, klar. Eindeutig. Augen und Herzen. Talmud sagt, sieht man
die schöne Frau. Okay? Beim eigenen Augen und dem Herz will die Frau. Also das ist schon innere Verständnis zum Sünde, ohne Millimeter zu tun. Ja? Also das ist komplett widerspricht die Torah. Es widerspricht die Schma Israel. Verstehen Sie? Mhm. Und ich kann noch und noch zitieren. Und wir befinden die Dinge, das klingen uns, was soll ich sagen, selten noch schlimmer. Unstandard noch schlimmer. Komplett fremd für uns. Okay? So klingt das für uns. Das ist die Grund. Oh, noch jemand kommt. Nelle, 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 Nelle. Ja, sie sollte mich sagen. Ich habe mich gesehen. Jetzt. Hallo Nelly. Hallo, hallo. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Hallo, hallo, hallo. Ja, wir sind noch am Anfang. Es ist, es Ach, ist, das ist schön, das freut mich. Es ist Vorwort zum Anfang. Es ist doch, das ich habe freut noch nicht mich, angefangen ja. mit dem Thema. Also, im Kurz, außer unterschiedliche Widersprüche, die sind, wir sehen, ich denke, heutzutage, wir nehmen nicht alle Widersprüche, nur teilweise, es sind so viele. Aber noch schlimmer, die Ideen, dass der König Salomo aussagt, weiß nicht, ob er promoviert, aber mindestens schreibt, komplett widersprechen unsere klassische jüdische Aufstellung, dass wir streben, dass wir wollen. Ja, das kann nicht sein. Wir sehen kein Ideal, um essen und trinken. Muss man essen, muss man trinken. Aber das ist kein Lebensziel. Ja? Muss man nicht gehen nach seinem Herzen, seinen Augen. Muss man sich kontrollieren, Selbstdisziplin begrenzen. Nicht jeder Wunsch ist Gutes. Und so weiter und so fort. Also, und doch, warum trotzdem diese Probleme, dieses Buch wurde als heilig anerkannt, sagte Talmud, in talmudischer Sprache, und doch am Ende, warum diese Rolle wurde nicht archiviert, komplett vermeidet von uns, weil Anfang und Ende dieser Rolle ist Torah-Wort. Also, nach dem Talmud, die kritische in diesem Buch, das ist die Ergebnis, die Zusammenfassung. Und wie treffen diese Zusammenfassung? Das ist natürlich Ende des Kapitels 12. Aber der Weg zu diesem Ergebnis ist sehr, sehr kompliziert. Und auf diesem Weg, Salomo sagte, unkonventionelle, unstandarde und hier ist eine Idee. Vielleicht schon Spoiler, als eine Probe zum Beantworten. Ja? Probieren wir diesen Weg, probieren wir diesen Weg, probieren wir. Und welches Buch? Wir lernen Kohelet, Ekklesiastes. Schon sechste, siebte Mal. Ja? Das ist die Rolle, dass wir lesen Shmini Atzeret, das war Anfang, letzter Krieg. Okay, jetzt wir kommen gleich zum die Widersprüche. Ich habe Vorbereitung für euch, weil es einfach eure Zeit sparen. Und wir lesen Vers nach Vers und Sie sehen direkt, dass es widerspricht jeder zum anderen. Okay, ich nehme euch zurück zu meinem Computer. Okay. Thema Nummer 1, das Vergängliche und die Existierende oder die Ewigkeit. Ja? Also, ich habe alle Zitaten hier vorgelegt. Also, der zweite Satz. Eitelkeit der Eitelkeit, sprach Kohelet, Eitelkeit der Eitelkeit, alles ist eitel. Das heißt, was?
gar nichts existiert in unserer Welt. Und trotzdem, noch zwei Sätze, Vers 4. Ein Geschlecht geht und ein Geschlecht kommt, aber die Erbe bleibt ewiglich. Sehen Sie den Widerspruch? Mhm. Das heißt, am Vers 2 sagte König Salomo, alles ist vergänglich. Keine Stabilität, kein Vertrauen, alles kommt und geht. Und trotzdem, am Vers 4, die Erde bleibt ewiglich. Das heißt, gibt es doch ein bisschen Stabilität. Oder viel Stabilität. Erde ist es etwa grundsätzlich. Wir sagen grundsätzlich. Ja? Nur, was sagen Sie zum diesem Widerspruch? Okay. Muss man nicht erlösen, alle Probleme. Jetzt müssen wir schauen. Thema Nummer 2. Das Werk Gottes gut oder muss reparieren sein irgendwie. Also 3, 11. Alles hat er, der Gott, gut gemacht für seine Zeit. Gleichwohl hat er die Ewigkeit ihnen in den Sinn gelegt, ohne dass der Mensch an dem Werk, das Gott gemacht, Anfang noch Ende findet. Okay, also die ganze Gottes Werk ist gut. Vers 7, 13. Siehe das Werk Gottes an. Wer kann gerade machen, was er gekrümmt? Was? Entschuldigung? Verstehen Sie die Heresie? Die Gott hat Wetter nicht gerade gemacht. Die Gott hat etwas gekrümmt und wir müssen das. Verstehen Sie die Problematikkeit? Muss ich ihm recht geben? Zahnärzte geben uns dritte Zähne und diese halten länger. Also Sie sind Rechtsanwalt vom diese. Also im Vers 7,13, König Salomo sagt, doch, der Werk Gottes ist nicht perfekt. Es manchmal muss man gerade machen, was er, der Gott selbst, Gott behütet, hat etwa gekrümmt. Ganz, ganz nicht religiös gläubige Idee. Ja? Weil wir immer sagen, der Gott ist perfekt und bla bla bla, im Katholizismus, im Islam, Judentum, wo sie wollen. Ja? Und kommt Salomo und sagt, von einer Seite ja, das ist Vers 3, 11. Aber von der anderen Seite, nein. Die Werke des Gottes, nun, muss man manchmal reparieren, verbessern. Also, muss man verstehen, was war die König Salomos Glauben. Ja, okay. Wir sind keine Zensur, wir sind keine Komitee über König Salomo, ja, er war der große Mensch. Aber nur aussagen, dass seine Sprache und seine Ideen manchmal klingen als Heresie. 3. Wohin es geht, Geist der Menschen? Nach oben oder nach unten? Sie können sagen, nun, was ist wichtig? Okay, lesen wir erst. Also 23 gegen 12, 7. Wer weiß, ob der Geist der Menschen in die Höhe steigt und der Geist der Viehs in die Tiefe zu werden? Also, erste Idee, der Geist der Menschen, die Seele nach Sterben, nach dem Tod, geht nach oben und die Viehs Seele geht nach unten. Im Deklamen gibt es sehr, sehr interessante Idee, dass die Viehs, die Tiere, haben auch eine Seele. Das ist ein sehr, sehr interessanter und großer Punkt. Aber nicht jetzt. Okay, und zum Widersprechen. Und der Staub zur Erde zurückkehrt, so wie er gewesen, und der Geist kehrt zu Gott, der ihn gegeben hat. Okay, das ist 12,7. Nun, sehen Sie den Widerspruch? Mhm. Im ersten Satz, 23. Der Geist geht nach oben, das heißt, sehr, sehr grob und stereotypisch zu sagen, nach Paradies, und im zweiten Vers geht nach unten, also nach Hölle. No? Wer will ins Hölle gehen? Verstehen Sie? Es ist sehr, sehr grob, sehr, sehr stereotypisch, es ist nicht wirklich. Ja? Aber doch, so kann man verstehen.
Ja? Das heißt, hier kann man verstehen, dass es etwa geblieben von den Menschen nach dem Tod, aber was dann passiert, ist eine große Strafe. Und die konzentrieren uns, wo befinden wir uns? Und natürlich, die Christentum hat das erlöst, sehr, sehr interessant. Ja? Gehen Sie zu unserem Club, bei uns ist es garantiert nach oben. Wer geht so nicht zu uns, dann er verfluchtet, geht nach Hölle. Das ist ein klassischer Weg zum neuen Mitglieder rekrutieren. Okay. Weiter. Langes Leben. Ob das der Segen oder der Flucht. Und wieder haben wir zwei Verse. 11,8 gegen 12,1. Wenn der Mensch viele Jahre lebt, so freue er sich ihre alle und denke die Tage der Finsternis des Todes, dass ihre viel sein werden. Alles, was noch kommt, ist eitel. Nun, ob es doch gut, ein langes Leben? Ja. Relativ gut. Aber jetzt der Widerspruch. Das ist 12,1. Gedenke deine Schöpfung in den Tagen deiner Jugend, ehe denn herankommen die Tage des Leidens, ehe die Jahre herangehen, wo du sprechen wirst, ich habe keinen Gefallen daran. Also jemand lebt so viel, er ist schon stark und schwach und hat gesundheitliche Probleme, keine Krankenkasse mal, ja, keine Arztbesuche. Damals doch nur für die reichen Leute. Und die manche waren überhaupt keine reichen. Ja? Und dann du sagst, ich will nicht. Also lange Leben in diesem Szenario bekommt ein Fluch. Verstehen Sie den Widerspruch? Eindeutig. Klar, ja, oder? Ja. Okay. 5. Der Tod und das Leben. Nun, klassische Streit. Was ist besser? Hier haben wir schon viele Verse. Das ist nur Anfang. Wir sehen noch mehr. Okay. Jetzt habe ich ein bisschen einen Salat gemacht. Ushabechen et amitim shekvar metu menachim asherem ha'aden. Da priese glückliche die Toten, die sind längst gestorben, schon gestorben auf Hebräisch, als die Lebenden, die sie noch leben. Also, eindeutig, Toten ist besser von Leben. Besser eine gute Name als köstliches Öl, besser der Tag des Todes als der Tag seiner Geburt. Na, okay. Genau, okay. Passen Sie auf über die große Tät. Sehen Sie? Ja? Ja? Sehen Sie? Ja. Was denken Sie darüber? Was heißt das? Wie kann man das interpretieren? Ja, wenn ein Mensch in der depressiven Phase ist, dann denkt er wirklich so. Ja, ich meine über die große Tät. Was können wir für diese so. Das ist wieder ein ganz wichtiger Buchstabe, einer von den etwas mehr als 20. Richtig. So. Entschuldigung. Richtig. Es ist ein Sprichwort auf Hebräisch. Es ist eine sehr, sehr wichtige Idee im jüdischen Kultur. Genau dieser Satz. Tov shemen me shemen tov. Okay, also das Sprichwort beendet am Mitte, ja, diese vier Worte, ja. Also wir sagen nicht, dass eine Idee, dass Tag des Todes als der Tag seiner Geburt ist besser. Ja, das ist kein Sprichwort, ja. Aber was das Sprichwort sagt, was das, diese Idee sagt, dass die wichtigste Dinge im menschlichen Leben ist guter Name. Tov Shem, gutes Name. Also, diese Tet ist das erste von guten Namen. Okay? Wir hatten mal ein rabbinisches Seminar und dann, zufällig war mein Rabbiner, ich habe viele, viele Jahre gelernt und er sagte, die wichtigste und beste Dinge, die ein Rabbiner hat,
ist seine gute Name. Dieselbe gilt für jeden Menschen. Der Rabbiner nicht, Mann, Frau, egal. Ja. Meine andere Lehrer hat eine Rabbiner schon verstorben, leider hat mir gesagt, du arbeitest mit deinem guten Namen viele, viele Jahre und kannst das verlieren durch eine Sekunde. Ja. Das muss man verstehen. Okay, also das einfach nur sagen, dass hier gibt es eine große Tat. Ja? Aber wieder, die ganze Satz redet über die Lob für Tod. Ja? Besser der Tag des Todes als der Tag seiner Geburt. Ja? Okay, wir sagen das, dann haben wir Beerdigung. Ich hatte heute eine Beerdigung. Ja? Ich habe gesagt, das für die Frau. Ja? Aber ist es nur gilt für Beerdigung oder überhaupt? Gilt jedes Tag. Ja? Weil, wenn es ist Beerdigung, dann ja, alle sind depressiv. Das kann ich verstehen. Aber sollen wir genau glauben in diese Idee, dass Tag des Todes besser als Tag des Geburt? Wie kann man leben damit, wenn so? Und natürlich, Sie kennen mich, Sie kennen Judentum, das ist nicht so. Wenn es ist nicht so, warum er schreibt so? Genau um diese Formulierung. Und warum wir nehmen diese Rolle und dieses Buch und diesen Satz als etwa heilig? Jetzt verstehen Sie die scharfe Frage? Wir mögen das Leben. Wir freuen uns unser Leben. Ich habe gesagt, trotzdem und eine sehr, sehr schwere jüdische Geschichte. Auch privat, auch kollektiv. Zum letzten Krieg, das war eine Muslime aus Gaza, hat eine Aussage gesagt, Aussage des Monats. Ich habe das zum Herbert nach Wien geschickt. Er sagte folgendes: israelische Militär verteidigt seine Bürger mit eigenen Raketen. Hamas verteidigt seine eigenen Raketen mit eigenen Bürgern. Aussage des Monats, ja? Okay, was ist dir wichtig? Ja? Aber wirklich, wenn wir denken scharf, was ist wichtig? Wir sagen natürlich das Leben. Wir sind die Religion des Lebens. Wir leben trotzdem. Alle, die präferieren, das kann uns passieren. Und weitergehen, weitermachen. Ja? Also deswegen, genau, es ist uneinfach uns als Juden, als gläubige Juden, leben mit solchen Sätzen. Und noch mehr wieder, es ist eine heilige Schrift, wo jeder Buchstabe, groß oder klein, ist wichtig. Und nicht zu viel steht auf eigenem Platz. Okay, wir gehen weiter. Das ist 4.2. Es ist pro Leben. Denn wer noch verbunden ist mit dem Leben, hat Hoffnung, einem lebendigen Hunde ist wohler als einem toten Lob. Also, lebendigen Hunde besser von toten Lob. Das heißt, eine Löwe, ja, eine König der Tiere, König der Waldes, ja, und ein Hund, der in vielen Sprachen ist ein Beispiel zu Fluch. Beim arabischen, muslimischen Kultur ist es 100% so. Im Judentum es ist etwa in Mitte, das heißt, Hund ist ein unkoschere Tier, aber koschere Tier im Sinn, das bringt man nicht zum Tempel. Ja, aber es ist kein Verbot, den Hund zu pflegen oder zu Hause haben. Ja? Im Islam ist es noch radikal. Der Hund ist komplett unrein, böse und so weiter. Und deswegen, darüber kommt die Fluch. Der Mensch, ein Hund, also alles Negatives. Und doch, diese Idee kommt von Judentum, aber doch, eine lebendige Hund ist wohl besser von einem toten Leben. Also das Leben ist besser. Süß ist das Licht und angenehm für die Augen, die Sonne zu sehen. Ja? Er will, er meint, und nicht sterben und sehen den Licht nicht. Ja?
Das ist die Idee, das ist in den Plan. Okay? Mhm. Also, das sind diese zwei Verse sind Problemen. Das ist Vers 11,8. Aha, das ist Problem. Wenn der Mensch viele Jahre lebt, so freuen sich ihre alle und denken die Tage den Finsternis des Todes, dass ihre viel sein werden. Alles, was noch kommt, ist eitel. Das ist innere Widerspruch in die ganzen Vers. Sehen Sie? Mhm. Die erste Teil des Satzes ist Problem. Und zweite. Zweite kommt wieder zum Idee, alles ist Seite. Wenn es alles ist Seite, dann ist kein Platz mehr. Also, und das ist die problematischste Verse, wo einige Verse widerspricht sich selbst. Muss man nicht zum Amerikaner gehen. Muss man nicht mit der Schraube lernen. Das steht hier direkt. In die ganze Verse, Pro und Contra. Ne, was sagen Sie? Okay. Thema Nummer 6. Freude und Trauer. Oh, das habe ich viel geschrieben. Gibt es viele, viele Verse. Pro Freude und gegen. Freude. Okay, hier habe ich eine Ordnung gemacht. Von den Menschen hängt es nicht einmal ab, ob er esse und trinke und seine Seele Gutes genießen lasse für seine Mühe. Auch das sehe ich, dass es aus der Hand Gottes kommt. Wunderbar, oder? Wunderschön. Alles, was kommt, sogar Essen und Trinken, er sagt nicht, iss und trink und genieß. Das ist andere Idee. Er sagt, alles kommt von dem Gott, von der Hand des Gottes. Ja? Schon? Also, das muss man freuen. Ich habe erkannt, dass es dabei nichts Besseres gibt, als sich zu freuen und Gutes zu erlangen während seines Lebens. Dass dieses Jahr auch Vorlesungen werden muss, ich ehrlich zugeben. Also muss man freuen zum jeden Gutes. Ja? Muss man freuen während seines Lebens. Schon. Das ist positiv. Das mögen wir. Das verstehen wir. Die Negative verstehen wir. Weiter. So erkannte ich, dass nicht besser ist, als dass der Mensch froh sei seine Werke, denn das ist sein Einteil. Denn wer will ihn hinführen, dass er ansehe, was nach ihm sein wird? No? Es ist auch gut. Muss man freuen von seinen Werken? Egal was er. Ja? Muss man zufrieden sein. Ja? Nichts besser ist, als dass Mensch froh sein wird. Das ist die beste Eigenschaft. Okay, weiter. Was ich als ein Glück befinde, das anständig ist. Essen und Trinken und Gutes genießen von all der Mühe, die man ermüdet unter der Sonne. Die gezählten Lebenstage, die Gott einem gegeben, denn das ist sein Teil. Okay, von einer Seite ist es positiv. Ja? Von anderer Seite habe ich schon die Kritik geübt. Ja? Ist das unser Ziel, das Leben essen und trinken? Das ist unsere oberste Grenze. Keine geistliche. Verstehen Sie? Also, dass dieser Satz schon, okay, zum die Idee, die Widersprüche ist gut, dieser Satz. Aber ich sage, als komplett verständlich, akzeptieren diese Vers uneinfach. Weil wir sagen, die Menschen ist nicht mehr so trinken. Ja? Und wieder, schauen Sie, essen, trinken, genießen. No? Dann werden so, warum haben wir Probleme mit Shopping und dieser Kultur? Kann ich sagen, was ich sage. Also, sie gehen da, die Wege von Königsarm, muss ich essen, trinken, muss man Sushi, muss man alles essen, trinken, ganz Alkohol, wenn besonders auch Drogen kommen in Rechnung, ja? Genießen, Alkohol, genießen, oder? Mhm. Verstehen Sie? Das heißt,
Wer essen, trinken, kann ich verstehen, aber die Essen, ja, der Genuss, auch im Kaschak. Also verstehen Sie das? Auch gibt es sehr, sehr, es ist einfach, uns mit König Salomo, mit diesem Buch. Und deswegen, jetzt verstehen Sie das, unsere Weisen, das wollten in dem Buch archivieren, komplett von uns vermeiden. Okay, weiter. Dass jeder Mensch, welchem Gott Reichtum und Güte gegeben und ihm die Macht verliehen, davon zu genießen und seinen Teil hinzunehmen und froh zu werden in seinem Willen, das ist eine Gabe Gottes. Das ist eine Rede. Das ist eine Rede. Ja? Welche Idee ist hier? Weil der Genuss aus Gottes Hand genommen wird. Und nicht eigene Leistung ist, sondern ja, wenn man sagt, Gott schenkt mir ich das. Ich sage, es ist nicht nur Genuss, es ist Reichtum. Wenn wir genießen eine Sushi, es ist etwa zeitlich. Reichtum etwa jahrelang, sozusagen, ja? Gewisse Zeit, eine Periode mindestens, oder? Mhm. Das heißt, Reichtum ist es schon gut, also muss man keine Entschuldigung sagen, da ich bin reich. Ja? Wie genau die Katholizismus sieht, reich, das Reichtum ist etwas Böses. Ich habe gesagt, ja, die evangelische Kirche hat das andere gesehen, natürlich Judentum sieht das anders. Es kann sein, koscher regiert, kein Problem. Kann man ehrlich sagen. Muss man nicht unbedingt glauben und dienen, um einen Millionär oder Milliardär zu sein. Überhaupt nicht. Ja? Also, er redet über jemanden, der reich ist. Okay, das ist eine gute Frage, was es reich ist, aber von diesem Satz kann man verstehen, es ist materiell reich. Materiell Reichtum, egal, Millionen, Milliarden, das ist schon, spielt keine Rolle. Eine gewisse Reichtum. Du sollst freuen, nicht entschuldigen. Ah, tut mir leid, ich bin reich. Ah, ich weiß, dass es ein auf mich gut. Nein, keine Entschuldigung, genießen. Genießen, weil es ist seine Mühe. Er hat das schwer gearbeitet. Er ist ein Amerikaner, self-made man. Ja. Aber doch verstehen, dass es eine Gabe Gottes. Aber doch die Zusammenfassung, doch Freude. Muss man froh sein. Muss man froh sein. Natürlich, es ist einfach ein reicher, fröhlicher Mensch sein und nicht arme, fröhliche Menschen. Das ist keine Frage. Aber doch muss man froh sein. Okay, aber weiter. So robe ich mir die Freude, denn nichts ist besser für die Menschen unter der Sonne. Oh, und Reichtum, passen Sie auf, als zu essen und zu trinken und froh zu sein. Und das möge ihn begleiten bei seinen Mühen die Tage seines Lebens, die Gott ihm gegeben hat unter der Sonne. Okay, hier kommt wieder Essen und Trinken, aber das können wir übertragen, weil es keine gibt. Aber doch, es steht reine Freude, unerhemmelt, reich, Konto im Schweiz, egal, ja. Ob das war Reichtum, eindeutig. Hier ist kein Reichtum, wir wissen nicht. So lobe ich mir die Freude. Ich lobe die Freude. Es ist eine sehr, sehr gute Rat. Denn nichts ist besser für die Menschen unter der Sonne. Also das ist eine Zusammenfassung. Er hat viele Menschen unter der Sonne gesehen. Und doch, er lobt die Freude. Er lobiert die Freude. Also es ist wirklich froh sein. Okay, also hier können wir irgendwie kommentieren. Ja? Das heißt, Freude auch. Denn wir können uns zu kleinen Dingen freuen. Ja? Nicht unbedingt von einer Sushi, sondern von einer Kartoffel. Ja? Von einem kleinen Stückchen, weiß nicht was, Apfel. Dann sagt man Spaghetti, das ist schon klingt, kalorisch. Ja? Aber, ja, also auch ein einfaches Essen und Trinken, als ein Frohsehen, das ist Judentum. Das ist Judentum. Ja? Also nicht nur warten etwa groß, oh, ich habe was eine Audi angekauft. Kann auch von einfachem Essen auch froh sein. Und das viele, viele chassidische Rabbiner am 18. und 19. Jahrhundert
haben sie diese Idee promoviert. Die berühmte Rabbi Nachman aus Breslau, er hat sogar geschrieben, dass der einfache Mensch freut sich mit einer Suppe und einer Kartoffel mit Bohnen. Und das ist gut. Warum nicht? Und so essen wir am Schabbat und freuen uns. Also, jetzt ist es die Lob für Freude. Gehe, essen Freude in dein Brot und trinke mit freudem Herzen dein Wein, denn längst hat Gott dein Tun bestimmt. Von der anderen Seite wäre es Freude, es ist gut. Freunde, kleine Dinge. Hier gibt es schon Wein im Spiel. Wein ist es schon. Welcher Wein? Wie viel Wein? Warum Wein? Das schon Nachfragen stehen. Ja? Also, aber doch, dass alles ein bisschen bezweifelte ja, Personen, das ist genau, was unsere Weisen im Talmud gemeint. Ja? Dass die Ideen klingen ein bisschen wie Heresie. Gehe, iss dein Brot und trink. Ja, wirst du nehmen, das als absolute Idee, als absolute hohes Punkt in unserem Leben, das geht nicht. Wenn wir nehmen das als Freude von kleinen Dingen, dann ja. Also, nach diesem Vers hat man nur Brot und Wein. Von der anderen Seite Wein. Es ist etwa köstliche, etwa teuer. Die Brot ist etwa billig. Aber ich muss erzählen, damals Wein war nicht über uns. Bei uns Wein ist es etwa ein Niveau. Ja? Sie hatten keine Leichtgetränke, keine Coca-Cola, keine Pepsi, keine Sprite, gar nichts. Also sie hatten jede Flüssigkeit, die trinkte man, fast jede, unter Wein. Erzähl, warum? Es wurde eine konzentrierte Wein und dann nimmt man viel, viel Wasser und dann ist es wie ein heutzutage Konzentrat. Okay? Und das heißt ja auch Wein. Also das war keine, es war einfach Gefahr mit dem Wasser. Okay? Aber doch, es heißt Wein. Also wenn es ist etwa alkoholisch, das ist auf Hebräisch heißt Schechar. Etwa die bringen zum Getrunken sein. Okay? Das ist andere Worte auf Hebräisch. Also in diesem Sinn, dieser Mensch ist ganz arm. Er hat eine Gefahr wie Wasser und Brot. Kein Sushi, kein Spaghetti, keine Kartoffel, gar nichts, keine Bohnen. Also Wasser und Brot. Die Minimum. Gentlemanische Minimum für arme Madison. Und doch, er sagt, freu sein. Also in diese, wenn wir interpretieren so die Situation, dann ist es morgen. Auch für einen armen Mensch, froh sein. Nächster Vers. Wenn der Mensch viele Jahre lebt, so freue er sich ihrer alle und denke die Tage der... Wir haben schon diese Vers gelesen, ja? Kennen Sie? Über den anderen Kontext. Rabbi, du das wirklich, ne? Kennen Sie diese Vers? Wir haben über den Tod gelesen. Aber jetzt geht es über die Freude. Ja? Also, wieder, wo ist die Freude? Okay, gibt es den Tod. Aber freue er sich ihrer alle. Ja? Also viele Jahre leben, muss man freuen. Also das ist auch eine Antwort über das lange Leben, über die Freude und ein bisschen über den Tod. Jetzt ist dieser Vers. Okay, freue dich, Jüngling, deine Kinderheit und sei freue Herzen in den Tagen deiner Jugend. Wandere, wohin dich dein Herz zieht. Und nach dem, was deine Augen schauen, aber wisse, dass nach all diesem dich Gott ins Gericht führen wird. Was sagen Sie? Bitte, die drei Viertel von dem Satz ist sehr, sehr problematisch. Geh nach seinen Augen. Aber das Ende ist gut.
and discussion. Und was ist die Ende? Dass nach all diesem, all deine Geschehene, all deine Abenteuer, die Gott in Griechen führen wird. Vergiss nicht, mach was du willst, aber die Gott ist da, die Griechen ist da. Also das ist ein bisschen die Waage, irgendwie stellt ihm die. Nicht nur auf die Seite, ess und trink und geh und genieß und bla bla. Ja? Okay, jetzt die Trauer, nur die klassische. Leute denken, dass diese Rolle ist etwas traurig und depressiv. Wie ich hatte Christel letztes Mal gesagt, depressiv. Okay, kann man sagen. Jetzt die Verse über die Trauer. Es kommt Martimas im Hamasosa. Zu dem Spiel sprach ich Torheit und zum die Freude was schafft die. Das ist dieser Vers, es genau, was habe ich erzählt über die übrige Freude, unkoschere Freude. Erinnern Sie sich? Was haben wir gelernt früher? Das heißt, gibt es zwei Arten von Freude. Grob zu sagen, eine koschere Freude und eine unkoschere Freude. Das Problem ist, das ist ein Kommentar. Das ist nicht mein Kommentar. Das Kommentar von Talmud. So Talmud versteht es. Aber wenn König Salomo sagt, geh und freue sich, er sagt nicht, freue im koscheren Weg. Freue sich. Geh nach deinen Augen, nach deinen Herzen und so weiter und so fort. Er schreibt, geh und genieße mit deiner Frau. Es gibt solche Das. Das kennen wir auch. Ja? Also, und die alles ist es unter dem Dach Freude. Ja. Also wieder, Heilige Schriften, es ist einfach und einfach. Muss man nicht vermischen. Muss man nicht schnell die falschen Konsequenzen rausziehen. Also, im Kurz, von diesem Vers kann man verstehen, die Freude überhaupt abgelehnt. Ja. Besser man geht in das Haus der Trauer, als in das Haus des Schmals, in dem jenes das Ende aller Menschen ist, das Lebende mag sich das zu Herzen nehmen. Das ist auch sehr, sehr bekannte Vers. Es ist kein Sprichwort auf Hebräisch, aber sehr, sehr bekannte Zitat. Es ist kein Sprichwort auf Hebräisch, so sagt. Also, Haus des Schmals, unsere Sprache ist Restaurants. Ja? Damals nur die reichen Leute konnten sich erlauben, ein Restaurant. Muss man auch dann verstehen, dass damals war keine Kühlschränke. Das heißt, wenn du kommst, das Essen wurde gleich getan. Also musste man, weiß nicht was, dem Ochs schlachten und so weiter. Ja? Gleich auf dem Platz. Von einer Seite ist es ein frisches Essen, von der anderen Seite nur die reichste. Reiche Menschen konnten sich erlauben, diese Restaurantsbesuch. Ja? Bei uns heute, auch nicht reiche Leute gehen da und dort in Restaurants, oder? Gibt es Kühlschränke, es kann sein nicht frisch, es ist ein anderes. Das andere Geschichte. Ja? Muss man nicht gleich schlachten und essen. Kann man noch eine Woche, noch einen Monat. Ja, wir benutzen viel, viel koschere Fleisch, das wir produzieren, meine Firma auch, produzieren das überhaupt in Südamerika. Also es kommt mit tiefgefroren, ja? Minus 18, minus 24 Grad, ja? Also besser nach halbes, eines Jahr nach dem Schlag. Ja? Aber wenn wir nehmen diesen Vers, wer es ist, ja? Das Trauer ist besser von Freude. Ja? Trauer ist besser von Freude, muss man das zum Herzen nehmen. Ja? Also, es ist nicht, dass es ist verboten ist, ins Restaurant zu gehen. Aber empfehlt gehen zum Haus des Trauer. Also, gibt es eine berühmte Gebot in jüdischer Religion, der heißt Trosten. Die Leute gehen, Menschen trosten. Besonders jetzt in Israel, gibt es viele Gefallene im Gazastreifen, im letzten Krieg. Und es ist passiert, dass
ein Soldat oder ein Zivilist, hat niemanden. Da ist schon passiert, dass eine junge Frau von Italien und Amerika Karriere gemacht wurde, ermordet in diesem Bremen-Musikfestival. Die Leiche wurde gefunden und war niemand, die sie begleitet. Und dann, dass heute Internet und Facebook tausende Leute kommen. Schon passiert mehrmals, dass einsame Personen gesammelt 10.000 Leute zum Berlin. Ja. Jetzt heute Morgen waren drei fallende Soldaten und sie kennen, dass wir tun und so schnell sein, nicht einen Monat, eine Woche warten und viele kommen. Also heute in der Internet hilft uns. Und auch ich in Deutschland, die bekomme, bei uns ist es ein Problem. In Deutschland ist es ein Problem, dass die Berlin kommt nicht bald. Kommt nach einer Verspätung, zwei, drei Tage ist die bald, kann sein eine Woche. Das ist schrecklich, von unserer Sicht. Ja? Beim christlichen Glauben ist es in Ordnung. Ich habe getroffen mal, ich habe geforscht mal dieses Thema, warum ist es so? Und dann in vielen Städten Deutschlands gibt es bis heute als ein Gesetz vom Mittelalter, das muss man zwei oder drei Tage warten nach Berlin. Wissen Sie warum? Ja, wegen den Scheintoten. Weil das ist bürokratisch. Das ist, kommt heute. Im Mittelalter war kein, ich glaube, kein Papier damals. Und eine Überraschung, es muss man zwei oder drei Tage warten, weil es kann sein, Mensch hat nicht gestorben und aufsteht. Das ist die Grund, ich habe das gefunden, das ist geschrieben. Okay? Also es ist nicht das ein absoluter Glauben in der Kirche, aber doch, es ist eine Gründe, warum in vielen deutschen Städten überhaupt ein Bräuch nicht eilen. Zum Berlin. Und bei uns ist es ein riesiges Problem. Ich habe heute die Beerdigung gemacht für jemanden, der hat am 1. Februar verstorben. Nur heute wurde der. Okay. Aber das ist aber ungewöhnlich. Was? Das ist aber ungewöhnlich. Also ich kenne das schon so, dass es innerhalb von also eine Erdbeerdigung, also eine normale Beerdigung, das innerhalb von zwei, drei Tagen. Also das ist noch gut ergänzt. Wie eine kleine Stadt, das ist schneller, aber wie große Stadt, das kann sein. Okay, weiter mit dem Trauer. Oh, gibt es noch? Okay, wir beenden mit Trauer. Gut. Okay, weiter. Der Herr der Weisen ist im Hause der Trauer und der Herr der Narren im Hause der Freude. Übersetzung, Hause der Freude, Restaurant. Okay. Und Deutsch, nach Talmud, die Platz, wo Leute trinken, im Restaurant, nicht zu Hause. Ja? Und Hause der Trauer, genau, das ist die Platz, wo Leute sitzen und trauern über eine verstorbene Verwandte. Okay. Also, die Herzdeweisung, das ist natürlich die ultimative Rekommendation. Hause der Trauer, schon das zweite Mal. Ah, okay, gut. Dann stoppen wir. Neue Themen, Zorn, Wut. Okay, dann nächste Mal. Also, nur illustrieren euch, dass keine Geschichten sind kompliziert und die Bücher von König Salomo auf die schwierigste Platz überhaupt. Ja, und deswegen, viele mögen sie nicht, viele lernen sie nicht. Auch unsere Weisen wurden gespaltet, was gut oder nicht in diesen Texten ist. Und doch, Ende des Tages, es ist gut, aber uneinfach. Heißt, muss man lernen. Okay, die Frage für heute. Ja. Haben Sie ein bisschen die Widersprüche gefühlt, oder?
Ja, da sind Widersprüche drin. Ich kann das auch verstehen, dass man sich nicht sicher war, ob man das nehmen soll. Aber ich habe noch eine Frage zu diesem Archivieren. Archivieren heißt, dass es nicht zugänglich ist oder dass es komplett verschwindet. Fragen Sie. Komplett verschwunden. Komplett Komplett verschwunden. verschwindet. Ja. Also Sie hatten vorhin dieses, es ist in Qumran, ist so eine Kriegsrolle gefunden worden. Im Koran, die sind andere Bücher. Dort war eine Sekte, Ja. Essayen, die teilweise verbunden sind mit Christentum, junge Christentum sozusagen. Die wurden Juden, aber sie haben viel, viel gemacht gegen Juden. Sie haben keine Frauen. Das heißt, keine Kinder, keine nächste Generation. Was ist das? Ja. Also, sie haben eigene Bücher. Dort befinden wir unsere klassische Tanach, Torah, Propheten. Aber wir befinden mehr Texte. Das heißt, mehr Kapitel von Jesaja der Prophet, mehr Psalmen von König David und so weiter. Verstehen Sie? Also, das ist interessant. Das ist interessant. Das heißt, diese Teile wurden nicht kanonisiert. Okay, Ja. das habe ich gesagt, dass die echte Prophezeiung ist zum Erweckt. Die Prophezeiung zu seiner Zeit, angerichtet nur zu seiner Zeit, zur damaligen Generation. Okay? Und wir haben viel, viel Material von solchen zeitlichen Prophezeiungen, nicht ewige. Okay? Das ist im Kurs Qumran. Dort gibt es viele Legenden und Märchen, dass es Geheimnisse, das Vatikan will das vermeiden, bedecken, die Juden wollen, dass dort keine Geheimnisse sind. Die Ja. manche Texte haben wir schon, sie sind oder gleich oder ähnlich. Die einzelnen, was haben wir nichts, es ist diese übrige Kapitel, das haben wir nichts, dort sind keine Geheimnisse. Na, was Sie vorhin gesagt haben, da wurde eine mit Krieg und Gott und so wurde Am archiviert. Poem, ich zeige euch die Prophezeiung von Esther-Rolle, wo stehen auch Haman-Söhne und auch die 10 Nazis, die sind auch wurden gefährdet. Das zeige ich euch. Okay? Das ist eine Prophezeiung. Aber es ist wieder eine Ausnahme und dort es ist nicht große Buchstaben, es sind kleine Buchstaben. Ich zeige euch. Eine bekannte Thema. Also, Koran, Rollen, ja, heute mal lesen Sie, das ist alles morgen. Nee, weil Sie vorhin gesagt hatten, dass da eine Rolle archiviert wurde, da ging es um Krieg und es hat man in Qumran eine sogenannte Kriegsrolle gefunden. Und es war Ja, meine gibt Frage. es ein Buch, das heißt Sefer Melchamot? Buch des Krieges. Genau, und das ist aber nicht das, wovon Sie vorhin gesprochen hatten. Das Nein, archiviert worden. nein. Ah ja. Der Buch heißt Buch des Gotteskrieges. Ah ja, okay. Im Koranbuch steht etwa im Stil Josephus Flavius, ein historisches Buch. Ja. Die Tora meint ein Gottesbuch. Wo gibt es eine Wahrheit, eine große Dinge? Das haben wir nichts, noch nichts. Ja, okay. Ich habe auch eine kleine Frage. Bitte. Ja, wahrscheinlich habe ich schon nicht alles ganz richtig verstanden, aber ich hoffe, dass das schon nicht blöde Frage wird. Geht es um diese Gegenteile, ja, und Widersprüche? Was oder was müssen wir wahrnehmen? Positiv oder negativ im Endeffekt? Gibt es schon auch eine Antwort, oder? Gibt es viele Antworten, deswegen lernen wir in diesem Buch. Prinzipiell, Sie müssen verstehen, dass die Widersprüche in den Schriften gibt es überall. Und überall. Im Torah, im anderen Propheten. Einfach beim König Salomo ist es sehr, sehr auffällig. Es kann sein durch einen Satz. Ja? Und die
Regel, das ist eine Methode, dass wenn es so fehlt, das muss man fragen sich und was ist die Antwort. Das heißt, es ist eine methodische, eine Methode durch uns Heilgeschriften die Attraktivität bringen und sagen, stopp, 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 ein Widerspruch. Stehe, geh weiter nicht, denke darüber. Und was ist die Antwort? Verstehen Sie? Mhm. Das ist dieselbe Frage, ist schon belohnt. Das heißt, die König Salomon, unsere Weisen, hat einen Erfolg. Ja? Das heißt, wieder, wir haben gelesen im Königebuch, dass König Salomon hat 3000 Sprüche ausgesagt. 3000. Mit diesem Buch ist es 12 Kapitel, kein 3000, kein 1000 sogar. Das heißt, genau das habe ich gesagt. Die manche seien Aussage geworden zu seiner Zeit. Also keine Prophezeiung. Etwa, das betrifft nur dann, damals, nicht heute. Aber die ewigen Dinge, die betreffen auch dann, auch uns, sie sind wurde geschrieben, als heilige Schriften, sogar mit kleinen und großen Buchstaben. Okay? Also, ich kann kurz zu sagen, wegen der Frage, was ist richtig? Die ganz jüdische Antwort, du hast recht, die beiden sind recht. Ja. muss man Kontext befinden, wann ist es positiv, wann ist es negativ. Okay, das ist ganz, ganz kurz. Ja? Also das ist nicht, dass es etwa künstlich nur um unsere Augen nehmen, aber das ist nicht wirklich. Es ist wirkliche Antwort, nur die passende Zeit. Manchmal so, manchmal nicht. Okay? Deswegen muss man verstehen. Zum Beispiel, ich habe erzählt über die Freude. Koschere Freude und übrige nicht koschere Freude. Terrorismus, ja, und so weiter. Das ist eine Beispiel. Also manchmal Freude gut ist, manchmal Freude ist es keine gute Idee. Das kann sein, oder das kann sagen, das hängt von Lebenssituation. Richtig? Auch. Auch. Aber nicht nur. Auch Lebenssituation. Also, das heißt, auch die klaren Dinge von uns, wie Freude, können nicht 100% eindeutig sein. Das will ich sagen. Ja. Dankeschön. Gerne. Also, wir lernen wieder über die, ich habe 7, 8, 9, ich habe noch nie beendet, ja, die Sprüche. Es gibt, ich habe noch nie beendet, also ich habe noch viel, viel zu lernen zum nächsten Mal. Ich nur vorlesen kann keine gute Antwort, nur die Probleme vorzustellen, ja? Mhm. Nur eine kurze Vorwort zum Anfang haben, ja? Gut, liebe Leute, dann danke schon. Und danke schön. Denken, nachdenken. Bis dahin, so gut wie wir uns treffen. Treffen uns uns nächste Mal, nächste Woche. Nächste danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für die Zusammenstellung der Textstellen. Sehr, sehr hilfreich so. Danke. Ich redaktiere diesen Text. Danach ist es gekommen. Genau. Ich muss noch redaktieren. Auch für mich, auch für euch. Dankeschön. Ja. Ja. Es ist gekommen. Am Ende. Danke. Gute Woche. Danke. Schönen Abend. Gute Zeit. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Tschüss.